Speedruns sind komplett komisch. Ich meine, Mitte der 90er beginnen Freunde das Spiel Doom so schnell wie möglich durchzuspielen. Und das nur, um zu zeigen, wer das krasseste Movement hat. 30 Jahre später gibt es jedoch Speedruns, wo man 7 Stunden stillsteht, nur um durch eine Wand zu glitschen. Danke, Twilight Princess. Aber auch richtig krasse Tricks, wie etwa dem Nutjump aus Mario Odyssey, wo man 30 Mal hintereinander Frame Perfect an und Nuss hinterher springen muss. Und ziemlich jedes Game kann und wird auf eine gewisse Art und Weise gespeedrun. Auch wenn ich den Sinn hinter Minecraft Third Percent immer noch nicht ganz verstehe. Die Speedrun-Community findet aber immer wieder neue Glitches, schnellere Routen und optimiertere Taktiken, um ihre Games so speedy wie möglich durchzuzocken.